So. Gut. Das mache ich, du, dann muss ich mal zu meinem geheiligten Grabstein zurückgehen. Ja. Erstmal deine Erfahrungspunkte wieder zurückgewinnen. Die 5182 hoch. Ja, immerhin. Die haben wir. Ja. Nein, hier oben. Ja, sonst haben wir ja hier alles. Ja, hier haben alles, okay. Ah, hier oben, da müssen wir mal sehen. Ich gehe mal wieder hier so rein, so. Ah, hier. Der Podrage. Podrage. Fehlende Tempeldienerin. Oinobius hatte keine Ahnung, wie tief die Dämonen gefallen sind. Sie brachten diese Bestie her, die du gerade erschlagen hast, und verfütterten uns an sie. Es war schrecklich, schrecklich. Anfangs konnte sie nur einen von uns pro Tag fressen, aber sie wuchs und mit ihr auch ihr Appetit. Ich wäre bald an der Reihe gewesen. Was für ein Schicksal. So viele verloren. Rolle der Schwächlichkeit. Schriftrolle des Irrsinns. Okay. Schwächlichkeit gekriegt. Weil die nämlich schon voll schwach werden. Oh Gott, die armen Seelen, ey. Also, wie viel haben wir denn jetzt? Ein, zwei... Drei Nebenaufgaben und drei noch offen. Hier vier noch offen. Vier Nebenaufgaben haben wir noch. Okay, was müssen wir denn jetzt zum Beispiel bei einer Informationsquelle machen? Ashes to Ashes. Um den Kontakt mit ihm herzustellen zu können, musst du zunächst mit einem Namen, den ich nicht aussprechen kann, sprechen. Pylades? Pylades, ja. Finde Pylades und sprich mit ihm. Pontius und Pilatius? Ja. Okay. Ja, ich denke mal, das kommt noch alles. Ja, dann können wir erstmal hier wieder raus. Und uns woanders hin begeben. Ja. So, kurz Hitzeschild aktivieren. Ja, bei dir mache ich es auch gleich wieder, Toni. Keine Panik. Oh, okay. Aber die Ladezeit ist ein bisschen lang, deswegen. Ja, geht schon. Warte mal. Oben haben wir jetzt alles aufgedeckt. Gut. Ja. Dann bleibt uns ja nur ein Weg jetzt. Der wäre? Hier irgendwo noch lang zu gehen. Ja, nordöstlich. Zu marschieren. Genau. Ja, so, hier sind hoch. Hier sind die blauen Flammen. Mach es. Du kannst sie besser aussprechen als ich. Dämonenwächter. Ah, da oben sind wieder Furien. Okay. Doch, hier gibt's was. Ein Level Up geht's hier hoch. Herzlichen Glückwunsch. Boah, was ist denn das für eine Schreiwelle gewesen gerade? Oh, Alter. Okay, oh, schon wieder drin gewesen. Ja, hallo. Boah, schnell heilen. Oh. Ah, oh ja, die Materialchen von den Folien, die sind wirklich sehr gefährlich. Krass. Und die können was aushalten. Wow. Und die schreien wie übelst. Muss doch erstmal verteilen hier jetzt, geht doch nicht so. Die sind genauso ähnlich wie die Zyklopen. Energie. Ja, ist für dich sehr wichtig. Traumbeherrschung und Empathie. Phantom Schlag konnte ich eh nie machen. Der linken Maus, diese Fähigkeiten kann der linken Maustaste zugewiesen werden. Okay. Psi-Energien, die in den Waffen konzentriert sind, erzeugen bei der Berührung mit dem Feind eine Resonanz, die sogar Knochen erzittern lässt. Oh, geil! Das hört sich doch voll an. Gesamtschaden. Psi-Berührung. Mach ich lieber mal bloß mal eine. Und in der Zwischenzeit gucke ich mal ganz kurz, ob wir alles hier aufgedeckt haben. Trunks der Empathie nochmal hochgemacht. Mach mal 28% Schadensreflexion. Sehr gut. So, dann mache ich bei dir erstmal Hitzeschild. So, Psi-Berührung. Ich jetzt auf der linken Taste. Und nehme mal den normalen Angriff. Habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe diese Psi-Berührung jetzt. Was 30% Gesamtschaden macht und 15 Lebenskraftschaden und 3 Ladungsstufen hat. Gut. Halt. Ja. Kann man doch damit leben. Ja, mal sehen, wie das so abgeht. Oh Gott. Okay. Also die gehen ja noch. Ich dachte, das wären wieder diese Furien. Ja, die sind wirklich gefährlich. Oh, Kampfmarkierung. Sehr schön. Und jetzt habe ich ja auch genau meine Psi-Berührung. Das muss ich jetzt nämlich aufladen bei mir jetzt. Das ist nämlich so ein
extra Icon. Ist das ein Zauber, der automatisch aktiviert wird, oder ist das ein Zauber, den ich angreife? Wenn ich halt angreife und mein Zauber einen Gegner trifft, kommt bei mir halt dann so ein Symbol, so ein Icon hier von der Psi-Berührung. Dann tut das halt aufladen mit drei Aufladungen, mit drei Aufladungsstufen hier. Bei und den dann mach ich halt, und dann mach ich halt plus 30% Gesamtschaden. Bei der Fähigkeitsliste oder Tabelle, war denn da die Fähigkeit jetzt, oder der Rahmen, war der jetzt quadratisch oder? Ja, mehr quadratisch so, weil ich den jetzt bei meiner linken Maustaste habe, mit der ich immer angreife. Ah ja, dann ist das ein Zauber, den du selber aktivieren musst, okay. Indem ich angreife oder indem mein Zauber Gegner trifft. Okay, gut. Und wenn ich dann, wenn es halt dann drei Ladungen hat, mache ich dann 30% Gesamtschaden. Also mache ich dann 30% mehr Schaden, wenn ich dann drei Ladungen habe oder drei Stacks. Das ist schon ziemlich gut, 30% mehr Schaden zu machen. Ja. So, es gibt immer noch diese afrikanische Trommelmusik bei mir im Hintergrund. Warte mal kurz. Ach, geh mal kurz ein bisschen nach vorne. Ich will mal deine Nymphe noch buffen. So. So, jo, okay, danke. So, und hier ist der Hauptweg. Oh gut, oh, der ist so breit. Ja. Wir sind gar nicht so dick, dass wir so einen breiten Weg brauchen. Nee, eigentlich nicht. Diese naja, okay. Der Golem, der könnte doch ein bisschen mehr Platz brauchen. Ja, doch. Aber nur der Golem, weil der halt auch ein bisschen... Massives Gestein. Genau. Ach du Scheiße. Was ist das für ein großer? Das ist ein Heldenboss, oder? Ein Heldenboss, ja. Tarkarorak. Lol. Was für ein Name. Und ich kann nicht angreifen. Wegen der scheiß Druckwelle. Mann ey. Stirb. Danke. Boah, hartnäckig wie Sau. So, Heldenboss getötet. Nom nom nom. Barbarenlanze. Oh, ist meine Schriftrolle noch aktiv? Die siehst du vielleicht noch? Ja, die sehe ich. Ja. Aber das sieht übelst geil aus, weißt du was? Ist so gut. Deine Nymphe ist tot. Diese leeren Schriftrolle sind schon ziemlich geil. Toni, deine Nymphe ist tot. Ja, muss ich jetzt gleich mal machen, Moment. Und mein Golem ist auch gleich tot. Nee. Okay, danke. Ja. Ein du und ein ich. So. So. Okay, haben wir schon aufgenommen. Ja. So, vier Nummern schon. So, warte. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sowas von gut aus. Die weiten Ebenen. Sind die nicht so weit? Ja, das wollte ich gerade sagen, weil die Ebenen halt so weit sind. Ich tue mal kurz den Brunnen Wiedergeburt aktivieren, so. Damit ich dann wieder hier auferstehen kann. Ja, und nicht so einen langen Weg wieder marschieren muss. Da oben ist auch wieder eine Höhle, wie ich gerade gesehen habe. Ich habe noch keine auf der Karte. Keine Höhle, nee. Nee, ganz kurz habe ich sie gerade gesehen. Diese übelsten Schlägertypen, Mann. Das Gebiet sieht auch groß aus. Ja, schätzungsweise schon, ja. Oh Mann, warum muss das denn jetzt gerade so gegen Ende des Spiels sein, dass die Gebiete so groß und... Mächtig werden. Mächtig werden, ey. Alter. Das gibt es nicht. Oranimus. Sag einfach Tyrannosaurus Rex. Geht schon. Okay. Oh ne, nicht die schon wieder. Oh. Steingleiter. Begleiter. Ne, Gleiter. Warte mal. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich muss wieder. Ach nö, dann nicht. Dickischer Hydradon. Ach nö. Schon wieder die Hydra-Monster. Hi. Und tot. Hi Hydra. Hi. Ach Toni, du bist ein bisschen bekloppt. Ich da immer, oder? Ja, fast immer. Ein bisschen. Ja, ab und zu mal. Ab und zu. Aber darfst du ja. Darfst. So, doch ruhig. So.
Oh, jetzt gibt's ja sogar eine Schwarzzunge. Ja, das ist glaube ich mit Tinte gewesen oder so. Oder was anderes, was dann so schwarz gemacht hat. Ja. Die Zunge. Boah, stell dir mal vor, ey. Boah, die Zunge. Hier war noch ein Stückchen auf Versänger. Ja, und hier sind wieder diese komischen Trollmonster. Die wollen jetzt ja nur trollen. Ja, und trollen. Oh Mann, diese Wortwitze sind nicht so gut. Ah, doch, ab und zu mal doch. Oh Gott, zwei Höhlen. Wo wollen wir hin? Links oder rechts? Nee, erstmal hier unten rein. Achso, okay, gut. Weil hier nehme ich auch noch so eine... Dies nehme ich gerade voll wild drauf. Ah, okay. Dann wollen wir ja mal die Wilden erstmal töten. In dieser 7 Höhle. Hier sehen wir voll tief die Höhle. Mit, das ist ein Boss. Mit 99 Stockwerke. Das ist ein Boss, lol. Ja, bestimmt Formizidenboss oder sowas. Ich mag da so schätzen. Hatten wir ja schon mal, ne? Am Anfang von Hades. Oder im Reich des Hades. Ach so, okay. Falls du dich noch entsinnen kannst. Ja, gerade nicht so. Achso, okay. Erstmal hier die kleinen Nervensinken töten. Priesterin. So. Moment, Nymphe, komm her. So, und dann kommst du auch noch gleich. Ja, kein Ding. Bist du schon wieder gerade gestorben? Ich nö, so. Weil du wieder kein Hitzeschild hast. Nö. Vielleicht Lol. Ausgelogen? Vielleicht ausgelogen? Nee, eigentlich ist das auch ein dauerhafter Buff-Zauber. Nee, okay. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja. Und da ist der Boss. Ach du Scheiße. Ein Urnenwächter. Okay. Nee, du bist voll die Urne. Moment mal, jetzt möchte ich... Warte mal kurz. Ja. Jetzt will ich mal den Zauber aktivieren. So. Welchen denn? Achso. Ja, das bringt... Wow! Fünfmal hintereinander. Lol. Und ich da ist eine geheimnisvolle gesehen. Oh, eine geheimnisvolle Urne. Wen tun wir denn da hier? Asche. Eine Asche. Ashes. Asche eines Titans. Brennt die Asche zu Leder. Wo war Leder? Ach, ich glaube in der Totenstadt da. Da Leder. Können wir ja... Da können der Name klingt voll wie Leder. Ja. Also Leder. Oh Mann, ey. Ja? Totenstadt? So sind was ist das für eine Totenstadt? Ja, hier... Ebene des Gerichts oder was? Ja, nein, hier die Oberstadt der verlorenen Seelen, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil hier waren doch so viele Nebenaufgaben. Hab ich gar nicht. Totenstadt, die obere Stadt, hä? Nee, warte, wie heißt das hier auf der Karte? Ebene des Gerichts oder was? Ebene des Gerichts, genau. Gehen wir dorthin, ja. Genau. Ah ja, hier ist die Schattenpriesterin. Dann haben wir auch die nächste Nebenaufgabe schon gleich. Super. Hier in der Stadt hat man letztens aufgehört. Darum haben wir auch auf einer anderen Stelle angefangen, weil wir nämlich jetzt letztens hier aufgehört hatten. Ja. Die hat ja voll ledrige Haut. Die Asche des Hunderthändigen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals zu Gesicht bekäme. Die Präparationszeremonie ist recht einfach. Hier, deine wohlverdiente Belohnung. Blub, blub. Geil. Zwei Fähigkeitenpunkte. Geil. Und 34.000 Erfahrung. 1000. Gut, was? Ungenutzte. Was steht jetzt noch offen? Hartes Schatzkammer. Eine Informationsquelle und Atmetus bei den Toten. Okay. Bei Auffrischen reduziert die Aufladezeit von Fähigkeiten, wodurch diese häufiger eingesetzt werden können. Auf Auffrischen sehe ich auch ziemlich geil. Oh geil. Feinde, die Dornhecke angreifen, werden vergiftet. Stechende Nessel. Okay. Zuflucht. Gibt's dann da oben noch die Macht dieses Hains belebt alle, die sich darin aufhalten und reduziert die Energiemenge, die durch Benutzung von Fähigkeiten verbraucht wird. Ja. Zuflucht. Rache der Natur. Erfüllt die Angriffe der Nymphe mit der Kraft der Elemente. Okay. Schlagsvergeltung.
Durchschlagsvergeltung. Hier unten habe ich noch Lebensgewinn. Mein Lebensgewinn kann ich noch höher machen. Mhm. Hab ich noch gar nicht ausgebaut. Okay. Tue ich mein Lebensgewinn erstmal auf 16 bringen. Hab 13 von 16. Tue ich jetzt 1690 wiederherstellen, das Leben machen.